Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen. Rund 50 Kräfte rückten gegen 6 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs am Ortseingang in Eisern aus. Dort stand das Nebengebäude einer in der Straße am Tiefbau gelegenen Lagerhalle der Firma in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Brandschutzwand zur angrenzenden Lagerhalle verhinderte, dass das Feuer darauf übergriff. In der Halle ging eine Fensterscheibe zu Bruch und die Außenfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste sie belüftet werden. Die Gewerbehalle war lediglich verraucht. Ein Trupp unter PA im Nebengebäude vor im Innenangriff sowie ein Trupp im Außenangriff. Die Gewerbehalle wurde kontrolliert und entraucht. Erheblichen Schaden richtete das Feuer an dem Büroanbau an. Der Innenraum brannte vollkommen aus. Zudem waren Schäden an gleich 2 auf dem Firmengelände geparkten LKWs festgestellt worden, bei denen Scheiben eingeschlagen und die Tanks aufgerissen wurden. Teilweise war das Benzin auf den Hof ausgelaufen und ins Erdreich gesickert. Den ausgetretenen Kraftstoff streute die Feuerwehr mit Bindemitteln ab. Nach ersten Erkenntnissen geht man von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Bereits vor einem halben Jahr stand das Bürogebäude in Flammen. Damals konnte der Firmeninhaber das Feuer löschen, bevor es Schaden anrichtete.